Immer wieder gelingt es den ukrainischen Streitkräften, Russlands Truppen empfindliche Verluste zuzufügen. Dazu soll auch die Zerstörung millionenschwerer Mehrfachraketenwerfer gehören. In den sozialen Medien kursieren zahlreiche Videos, die ukrainische Angriffe auf russische TOS-1-Mehrfachraketenwerfersysteme in den vergangenen Wochen zeigen sollen. Die ukrainischen Streitkräfte setzen dabei offenbar vor allem auf unbemannte Drohnen, wie diese Aufnahmen zeigen. Der Raketenwerfer TOS-1 gilt als Prunkstück des Kreml-Arsenals. Seine Wirkweise ist besonders perfide. Die Raketen des TOS-1 sind mit einem thermobarischen Gefechtskopf ausgerüstet und wirken wie eine Aerosol- bzw. Vakuumbombe. Nach dem Einschlag im Zielgebiet setzen die Sprengkörper eine leicht entzündliche Chemikalie frei, welche die Umgebungsluft entzündet und eine verheerende Kombination aus Hitze und Druckwelle entstehen lässt. Berichten zufolge soll Russland etwa 50 TOS-1-Raketenwerfer im Einsatz haben. Mindestens 13 der Fahrzeuge sollen bereits zerstört worden sein.